Was ist das für eine Warte mal, hier. Ist so, hä? So wo ist denn die Disco? Da. Scheiße, ey. So, wo bist du denn? Oh, Disco! Ah! So. Oh, da fehlt die Hälfte. Ja, ich bin da. Hallo. So. Alles wieder Kanal. So, hallo und herzlich willkommen, ihr kleinen Lelex. Das ist polnisch und heißt Ziegenhörte. War. Kannst du dich mal richtig hinsetzen diesmal? Letztes Mal saß ich sitze, du, wie ich will. Wie so ein Schluck Wasser in der Kurve. Ja, und ich das, ja! Ist, und na, das ist so die Pose, die du einnimmst, wenn du zu Hause einen Videoabend mit, also einen Filmabend machst. Ja, aber mit du machst Homies. Doch keinen Filmabend. Ich sitze halt auf der Rückbank und mach mich einfach nur aber kannst lustig. Du noch tiefer rutschen oder was? Ja, so. Wie soll man das denn schneiden? Mit deinem Mikro in der Fresse den ganzen Tag. Ich weiß nicht, ob das jetzt nötig war. Maximilian. So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Blair Witch Bitch. Blair. Herzlich willkommen zu Blair Witch. Dieser Titel ist ein Horrortitel, der quasi unter vielen Rubriken als gut eingestuft wurde. Ich habe eine Frage. Ja. Ist es auf dem Film basiert? I don't know. Okay, aber kennst du den Film? No. Okay, was ist mit so der krasseste, legendärste Horrorfilm, der erste POV-Horrorfilm? Ach echt? Ja, ja. Und das war nämlich mit so einer Kamera im Wald. Und der ist aus heutiger Sicht ultra langweilig. Also unnormal langweilig. Dann guckst du dir heute an und du denkst dir, hä? So, low. Ja, den Film will ich nicht gucken, aber das Spiel hat trotzdem gute Bewertung bekommen. Okay, und aber ich gehe mal von aus, weil google doch mal Blair Witch für die Zuschauer. Komm, Blair Witch Project, da. Von 99. Ja, ja. Ja gut, aber da wussten die auch noch nicht, was CGI ist. Geh mal trotzdem drauf. Found Footage Film. Ja, das ist das mit der Kamera. Ja, ja. Ich glaube, das war der erste Horrorfilm dieser Art und die hatten ultra viel Budget, 60.000, ultra wenig, 60.000 Dollar. Ist halt nichts. Nee. Also, wir zocken das jetzt hier eine Runde. Ähnlich wie beim letzten Mal, Made of Skr war ja nicht so krass. Aber es war trotzdem ein lustiges Video. Es war eine nice Pilotfolge. Wenn das jetzt geil wird, könnte ich mir auch vorstellen, dass wir das auf dem zweiten Kanal oder zweiten Part. Okay, ich wollte es jetzt nicht erzwingen. Also, du kannst auch nur einen Part machen. Ja, gucken wir erstmal, wie es wird. Ich mache jetzt mal Start. Was machst du da? Also, 9-jähriger Peter wird vermisst. Ja. Grünes T-Shirt. Der Baltimore Crowd. Ja. Ja. Suchtrupp wird zusammengestellt in den Black Hills Forest. Ich glaube, das handelt sich um jüngste Vermisstenfälle. 94. Das ist locker diese Studentengruppe aus dem Film. Hier. Drück doch mal. Tab. Tab. Oder mittlere Maustaste. Oh, ich kann mich nicht entscheiden. Ich würde mittlere Maustaste. Nee, ich würde Tab machen. Ja, oder? Ich weiß, wie lange würde er fahren? Wollen wir es mal austesten? Wir sind einfach nicht rangegangen! Oh lol, das geht? Oh, ich glaube, das ist nicht gut. Das war locker irgendeine Warnung oder eine wichtige irgendeine Info. Info. Ja. Scheiße, Bruder. Scheiße. Oh, geile Karre, Bruder. Schöner SUV. Ne? Ja. Der verbraucht auch nicht viel. Na, meinst du? Ah, die sind nur hier gelandet. Da ist der Sheriff. Da ist der Suchtrupp, glaube ich, einfach, oder? Ach, hier ist niemand. Die sind schon losgezogen. Wieso? Er bellt, weil was da liegt. Oder Kofferraum. Meine Fresse. Geh doch mal in den Kofferraum. Da, interagieren. Ja, wer sind wir? Das hätten wir wahrscheinlich beim Telefonat herausgefunden. Anthony, solltest du endlich damit aufgehört haben, dir wegen der Hexe in die Hosen zu pissen? Alter. Und dich doch noch dazu entschlossen haben, aufzukreuzen, dann wirf einen Blick in den Kofferraum. Daran liegt ein Funkgerät für dich. Ich lege dir außerdem noch ein Foto deiner Katze bei, sie heißt Mauzi. Entschuldigung, falsches Spiel. Du erreichst Sheriff Lanning auf Kanal 2, wenn du bereit bist, dich uns anzuschließen, Greg. Ich heiße Anthony? Wie heißt Anthony, oder? Nein. Das ist an jemanden gerichtet, der sich nicht hergetraut hat. Dann gib mir den Kofferraum. Also mir kommt es eher so vor, man bedient sich jetzt. Bist du? Alice! Ja, wir sind Alice. Das sehen wir jetzt nicht, aber wir heißen Alice. Who the fuck is Alice? Kennst du? Ja, du hast heute gute Witze drauf. Ja, danke. Oh, man kann sogar ranzoomen. Alter, echt? Ja. Ja, ich denke mir das aus, oder was? Ja, aber wie macht der das so, oder? Ja, der guckt genauer so. Ja, ja, ist der da noch rangezoomt? Scheiß Opfer. So, hallo! Confidential. Lesen. Das hasse ich so das sehr. Das ist bei jedem Horrorgame. Ich verstehe auch die Mechanik nicht. Wer setzt sich denn hin und liest und will beim Zocken richtig viel Wall of Text, richtig viel fette Text? Blöcke, Alter. Okay, dann würde ich sagen, da recht lang, oder? Ja. Soll ich nochmal einen Walkie-Talkie versuchen? Ja, und generell so Inventar mal. Warte mal, da ist mal was. Schnitzerei. What is this? Der Götze. Mario? Mario? Was heute mit Fußball?
Wo ist denn das? Also das Walkie-Talkie, ne? Ich glaube im Menü davor. So? Und jetzt, ja. Ah ne, das ist ein Handy, okay. Aber ein sehr neues Modell. Anruf von mir. Jess. Können wir auch zurückrufen? Voila. Wo willst du denn hin? Ruf die Alte an. Ey, ich will, dass die das Handy sehen. Donnys Pizza. Ich wusste gar nicht, dass der Donny jetzt auch... Na, er läuft bei ihm nicht, ne? Hello, it's Donny's Pizza, the best pizza in Burkittsville. What can I do for you? I'll pass. Sorry. Das hätte man sich, glaube ich, auch sparen können. Krass. Eine krasse Transition. Nee, wir sehen nicht aus wie ein Polizist, ne? Also vielleicht so ein Privatdetektiv oder ein Verwandter oder I don't know. Ja, und dieser Wald ist heftig, weil da gibt es diese Legende von dieser Hexe von vor so und so vielen Jahren. Und diese Studenten wollten das schon aufdecken. Das ist auch ein fettes Symbol in den Wald geschnitten, da wächst nichts. Jo. Und ja. Strichmännchen. Da verlaufen sich viele und kommen nie wieder. Danke für diese Erklärung. Leer. Bitch. Und drück jetzt hier im Bulletsofen. Come here, boy. Oh, ich kann ihm sogar Befehle geben. Kannst du jetzt hier gedrückt halten? Ja, ja. Das ist Bullet, dein Hund, der nie von deiner Seite weicht. Na, außer eben. Höre auf seinen Bellen und beobachte seine Körpersprache. Er warnt dich als erstes vor Gefahren. So, bleib immer in seiner Nähe. Länger andauernde Einsamkeit kann deinen Geisteszustand beeinflussen. Auch jedes Horrorgame hat einen Geisteszustand, ne? Ja, aber ich, fair enough, der Spieler ja auch. True. A photo. Alexander. A photo. A photo. Sollen wir nochmal in die Nachricht gucken? Ich meine, das war auch wirklich nur unnütze Scheiße eigentlich. Aber also ist irgendwie Jess, seine Freundin, der Hund hat was gefunden. Ich hoffe, das ist alles in Ordnung. Rufen Sie mich kurz an, wenn Sie Zeit haben. Ach so. Machen wir das, oder? Ja. Hey Jess, I got your message. Sorry, I couldn't pick up earlier. I was in the middle of something. Zwei Minuten später, ey. Entspann dich. Keeping busy, huh? Hey, was will sie denn? Not much so far. Sie wollte doch, dass man zurückruft. Hey, you know, at least Bullet's happy we're out of the house. I bet. Good luck. Call me if you feel like talking. Ich will nicht reden. Hä? Ich will den Jungen finden. Sie schreibt uns eine SMS, dass wir sie anrufen, zurückrufen sollen. Und das ist genauso so, wie wenn du Leute kennenlernst und die dann zu dir sagen, kannst dich ja mal melden, wenn du Bock hast. Dumm. So, hä? Ja, du willst das von mir, du hältst deinen scheiß Maul, Alter. Dumm. Hey Jess, looking good. It's like she hasn't aged a day since then. Me, wenn ich mein Portemonnaie öffne und ein Bild von Tamina drin ist. Looking good, Tamina. Tamina sieht halt wieder geil aus, Alter. Hast dich gut gehalten. That's Peter's cap. Good boy. Okay, we need to hurry. Can you follow the scent? Ja, ja, genau. Spur folgen. Genau. Ah, das ist gut. Stimmt. Riech. Bullet, wait up. Shit. Junge. Du musst gleich Achterbahn fahren. Echt, ey. Und vor allem was mit dem Hund. God damn it. Aber der Hund ist weg. Weil er die Spur auf. Und dann wieder hochklettern. Ich rast. Ja, wo hochklettern? Dreh ich mal um. Okay, ja. Hier ist auch direkt creepiger, ne? Scheiß Rabe, ja. Bäume abgefuckt, düsteres Licht, entsättigt. Dunkle Steine haben sie auch. Ja, auf einmal sind die nicht mehr hell. Herzschlag. No, not now. Ah, Herzkrankheit. Matthias. Okay, calm down, Alice. Everything's fine. Okay, der hat Halluzinationen. Geh einfach mal weiter, nicht so viel umgucken. Wir suchen den scheiß Hund und fokussieren uns drauf, Kalle. Bullet. Das ist das Wichtige. Was ist denn? Bullet. Kugeljunge. Ohnmächtig. Kann mich nicht bewegen. Was ist der Hund? Geil, Hund wieder da. Was hat der denn für eine Krankheit? Was hat der für Anfälle? Oh, well. Hey, look who decided to show up. Don't leave me like this, okay, buddy? I can't be alone out here. Ja. What is it, boy? Did you find something? Nee, fort. Ah, so we're still on Peter's trail. Ah, wir haben wieder empfangen. Hey, Jess. Alice, is everything all right? You don't sound so hot. No, it's über die Höhle. Fine. It's Er ist im Hexenhaus oder was? It doesn't sound like it. Guck dir das mal an. Alice, ja, ja. Ey, leg mal auf, wir können jetzt nicht. Ja. Okay, also die Umgebung wird, der Wald wird zunehmend creepiger. Jo. Und ich verstehe auch nicht, wie ein
Kalle, er hat eine Fährte. Oh, ein Zelt. Ich wollte gerade sagen, so in so einem Wald würde kein Neunjähriger, oder wie alt war der? Also, oder? Guck mal, er bellt die ganze Zeit da. Oder ist das? Looks pretty beat up. Ah, die Kamera. Jetzt geht das Spiel erst los. Ich glaube, er guckt sich das jetzt an, ne? Maybe you should... No, I'm fine. I'll deal with it. I just need a little more time. Das ist Jess, Alter. Alice, what you need is help. What is it this time? What, I wasn't smiling enough? Didn't say I love you for 5 fucking minutes? Jesus Christ, Alice, do you even hear yourself? Yeah, I can hear myself just fine. And I can see the way you look at me. Go ahead, get out. Leave me the fuck alone. Er ist mein Club. Alarm! Club, das ist die Polizei. Junge, da ist ein Handyfernseher. Alter, das gab's damals schon? Junge, da ist ein Handyfernseher. Oh, Selbstmord. Okay, also wir haben einige Troubles, Alter. Oder wir machen die Jessie weg. Nein. Ist das in seiner Waldhütte? Alice, you got my message. You, want to see me, sir? Better yet. I want to introduce you to someone. Bullet, meet your new partner. He's been through a lot, just like you. What? Sir, I can't. Oh, you got something else going on right now? Just take the damn dog, Alice. Yeah. Yes, sir. Und jetzt wird's langsam... Oh jetzt nein. Richtig. Okay, jetzt ist das Game halt instant gut. Es ist wirklich schon ein ganz anderes Spiel direkt, ne? Oh Mann, ey, jetzt ist das Game instant gut. Look and feel ist richtig nice. Oh, it's a different one. Das ist wie so eine Götze. Someone had too much time on their hands. Ah, ja. Voila. Okay, wo ist er? Ah, wir nehmen die Kamera jetzt mit. How did it end up back here? There's a tape inside. Might as well see what's on it. So. Locker wie jemand uns. Mit Hilfe der roten Videokassetten kannst du die Realität manipulieren. Klar. Achte auf deine Umgebung sowie auf Objekte in deiner Nähe und im Video. Spul dein Video vor oder zurück, pausiere Schlüsselmomente, um den Status und die Position zu ändern. Ah. Wir können halt, wenn was falsch gelaufen ist, können wir zurückspulen. Ja, ja. Du kannst Pause machen, ne? Mit Leertaste. Dann kann ich rewinden. The hell? This. This wasn't here a minute ago, right, buddy? This tape. It's probably Peter's. No, Bullet. Ich. Ich. Good boy. Now you do great on the force if you aren't so stubborn. Ja, bitte verliere nicht. Gut, dass er jetzt ein rotes Halsband hat. Ja. Das könnte auch ruhig leuchten. Okay, der Wald ist halt direkt todescreepy. Holy shit. Imagine, okay. Du zockst. Ich meine, wir sitzen hier gerade bei voller Belichtung wegen dem Greenscreen. Ja. Und imagine, du zockst A alleine. Abends irgendwie nachts zu Hause. Und dann so ruhig auch im Dunkeln. Ja, und redet niemand mit dir, du hörst draußen nichts. Also jetzt, ich meine, wir haben die ganze Zeit rumgeblödelt, aber jetzt bin ich drin. Oh, er buddelt. Er buddelt. Nee, er hat Angst. Nein, was? Pfeif ihn mal her, der darf da nicht so nah ran. Oh nein. Er hat auch gar keinen Bock, Bruder. Okay, ja, geh hin. Ich sehe doch nichts, oder? Zerstören. Nee, oder? Better now, Bullet? Ich glaube, das war falsch. Ah, da war ein Olga. Oh, Olga. Ah, da war ein Olga. Ey, ohne. Du hast halt so. Nur so ein Lichtkegel. Das ist mega nice. Das macht so ungewiss, was von der Seite ist. Schau mal so seitlich in den Wald. Das muss auch geil sein. Da kann jederzeit so eine Fratze sein, ne? Ich trau mich gar nicht richtig umzudrehen. Richtig creepy, Alter. Steht erstmal so ein Typ und dreht sich so um. Die ganze einmal um die Achse. Und er denkt sich nur, Alter, was macht er jetzt wieder? Geht er wieder. Boah, Alter. Oh, Alter, richtig Bruder, athletisch. Ey. Das ist nicht gut. Muss aufhören. So was hasse ich. Jetzt hoch und da ist was. Good boy. I'm right behind you. Oh Gott. Alter. Das ist richtig gut. Warte, da war was, oder? Noch weiter? Da? Nee, okay. War nur Einbildung.
Da hängt wieder so ein Gerät. Ah, mein Gott. Ich glaube, es ist nicht gut. Arthur. Die snackt sich halt die ganzen Leute, ne? Olga, Arthur, der kommt als nächstes. Matthias war es auch beim Zeltlager. Wollen wir hier einfach erstmal auf. Bullet. What's wrong? Hier ist ein rotes Zeichen, ne? Ja, ich glaube, das ist, wenn schwierig wird. Ja, guck mal, das ist ein richtig krasser Baum. Work, damn it. Nein. Es geht auch nicht die Batterie alle. Der Baum ist nicht gut, weil er. Oh, der macht hier Dings aus. Das war nur die Jess. Get a grip, Alice. It's just a tree. Ja? Soll ich jetzt den Baum anrufen oder was? Nee, du sollst Walkie-Talkie rausholen. Er hat doch gesagt, er sucht nach einer Landmark. Alice to base. Emmett, I just wanted to say, I know I screwed up, and I'm sorry. I told you already, Alice. What's done is done. No point in dwelling on the past. You found the kid's cap, you're still in one piece. And hey, at least we still got radio contact. All in all, could have been much worse. Yeah. Hey, wer baut denn mitten im Wald so eine Bunker oder was? Alter. Okay, da geht's links in ein Haus, ne? Ich würde da mal reinschauen. Oh, pfeife mal her. Aber er sagt zu mir, ne? Komm, geh mal ins Haus. Oder? Ist doch nice. Locker wahrscheinlich. Kalle, wir gehen da jetzt rein. Wait here, buddy. Is that a bunker? Ja. Wo aufschlagen? I guess we're not gonna find out. Ja, da müssen wir wahrscheinlich einen Hinweis, ja. Sieht aus, als wäre es hier mal, hat es hier mal richtig gerumst. Mhm. Ja, es sieht aus wie ein Kriegsgraben. Ja, ne? Ja. Let's see. Jetzt wird's creepy. Warte mal, wie heißt das Tape? Wait, is that? It's Peter. Wie heißt das Tape am Anfang von Name? Brotkrumen, irgendwas? Brotkrumenspur, Ah, vielleicht hat er eine Zettel oder sowas fallen gelassen? Nein, ich glaube, das heißt nur so. So, wir wollen jetzt diesen Ball. Der liegt jetzt auf dem Boden da gleich. Ja, okay. So, jetzt müssen wir uns das Tape angucken und beim richtigen Moment Stopp drücken. Aber so mit dem gleichen Ausschnitt, damit wir es sehen. Und dann wird jetzt etwas da droppen. Wahrscheinlich der Baseball. Stopp. Alice to base. Peter didn't run away. He was kidnapped. I found a tape. It shows the man who did it. There it is. Bullet sign. Bullet! Spielen. Come on, boy. Peter's in danger and we're the only ones who can help him. You sure this is the right way, buddy? Ja, bei mir auch. Bullet! Nein. Where are you, buddy? Nein. Come on, boy, don't make me chase you. Nein. Bullet, where are you? Streng dich an. Da lang. Kannst du nicht springen? Ja, ich hab's gerade Halsband gesehen. Guck mal, hör. Junge, bleib mal an der Tastatur und lauf! Alter, jetzt guck da doch hin! Wo ist er denn? Ruf ihn! Ruf deinen Hund! Okay, da musst du hin, du musst im Hund. Ruf deinen Hund! Wo ist der denn? Alter, wenn Gefahr kommt, darfst du es nicht so machen. Das ist doch übel stupid. Ja, halt drauf. Schön draufhalten, der Hund. Wo der Hund hinguckt, muss es sein. Der bellt es doch an. Sehr gut. Ich glaube, das war gut.
Sehr gut. Du schneidest sie ab quasi, weißt du? Immer wenn sowas kommt, dann fix du eins. So, jetzt sind die gone. Krise. Verstehst du? Ja. Ehrenmechanik. Also langsam kannst du wieder Tag werden, finde ich. Ja, es langt auch, ne? Ich bin permanent angespannt gerade, wirklich. So, hier drunter durch vielleicht kriechen, weißt du? Oder drüber steigen. Warum leuchtet das denn hier so? Das muss doch irgendwas bedeuten oder irgendwas meistens. Ja, das sind halt Signallampen. Ich kann hier nicht runter durch. Seems familiar somehow. Ah, der kommt. Ah, der. Auf dem Videoband ja, ist der umgekehrt. Ja. Ich kann's aufhalten. Wo ist der Baum? Da. Maschallah. Ja, hier passiert jetzt was. Wo bleibt der Hund? Ich frag nur. Do you copy, Alice? Over. Alice, go ahead. There's this weird white thing over here. Ah, die sind beim Baum. Yeah, I saw it on my way here. I could get there in a few minutes. Just stay where you are, okay? Okay, go. Wir sollen zum Baum. Ellis to base. Landing, where are you? Still under the tree. But so am I. What? Are we talking about the same tree? White, leafless, black vines all over? Yeah, that's the one. Well, look, this doesn't make sense. All of this. It's just ridiculous. God damn it, Ellis. It was a mistake letting you come here. You wanted to redeem yourself. I get it. And I wanted to help, but this is too much for you. You're not thinking straight. Hey, don't talk to me like I'm crazy. Well, what do you want me to say, Ellis? That it's all fine and dandy? Because I sure as hell tried that, and it didn't work. Screw you, Emmett. I don't need your help. It's you who needs me. Now, I'm the only person in this goddamn forest who is even remotely close to finding that kid. Nicht aufregen, Ellis. Emmett! Ich habe auf 180. You there? Emmett! Ja, selber schuld. God damn it. Eieieiei. Greifen wieder an! Ja. Links. Mach die weg, Halle. Mach die weg. Ich schwöre dir, mach die weg, Halle. Boom! Ja, Headshot! Ey, lade nach! Reload! Ja, halt drauf. Halt drauf. Echt? Boom, Headshot! Ja, er ist nach rechts. What? Oh, Alter, ist er groß! Ah, Schalle! Oh. Okay, wir sind fertig mit dem Fall, ne? Was sind das für komische Ränder? Alter, was? Ja. Disgusting! Ja, aber ist es gerade mehr geworden? It's Lennon's car. But how? It was a complete wreck just a moment ago. Oh. Come on, Emmett, talk to me. Da ist ein Zettel dran. Ah, fuck. Channel 3. Wir sind auf Kanal 3. The light? Turn on the lights. What? The headlights, turn them on. What a crazy night, Alter. Mal auf den Bums. Geh nicht brauchen Schlüssel. Hat er die? Hey, danke, Mann, Bulle. Praktisch. Ist jetzt Tag? But how? Ja, wie? Now I'm really losing it this time, aren't I? Yeah, my thoughts exactly. Ja, sehe ich genauso. Kann ich die Taschenlampe jetzt wegmachen? Ich fühle mich aber sicherer mit. Es steht doch jetzt ganz woanders, das Auto. Ja. Okay, also ist auch so eine Mind-Scheiße. Ja. Also ist halt super viel mit Mind. Erinnert mich auch übelst an Outlast 2. Ja. Wo man immer so hin und her gesprungen ist auch, tatsächlich. What is it, Bullet? What'd you find? Eine Schaufel. Alright, good boy. Then move aside. Darunter ist bestimmt nichts Gutes. It's okay, buddy. I don't like it either. So let me take a look and we'll be on. Jesus Christ! Ne? Fuck! Blood! Eine Leiche, Alter. Wer ist das? Emmett! Alter, seine Zähne. I don't understand. Oh, ein Foto.
Von Annetta. Annette. Okay, und die Schaufel können wir da noch gebrauchen. Ist kaputt, ne? Ach so, ist nur die Ohren. Jetzt, guck mal. Ey. Ey. Pfeif nur hinterher. Ah, ah. Aha, ah, ah. Rode Kassette, wahrscheinlich wieder abgebumst wurde. You see anything? Not in this gloom. Stopp. Aber guck erstmal zu Ende, oder? Oh, wie der aussieht. Ich glaube, das tut richtig weh. Der hat Äste im Neck. Stell mir vor, du kriegst aber der hat Äste auf dem Rücken. Das ist irgend so ein... Eine Hexe halt. Hexe, ja. Ich schneide dem das Gesicht auf. Schön. Aber wieso sind die zusammen unterwegs? Vielleicht denkt er, er wäre mit seinem Mate unterwegs. I don't know, ist weird. Aber jetzt stopp. What were you doing here, Sheriff? This is no longer just a missing person case. It's Sheriff Emmett Lanning. Ah, Emmett ist der. Ahmed ist der Vorname. About everything and everyone, even me. We really side eye, but hey, hey, die Mucke sagt an. Never gave up. Not even after letting down. Ja, war dein Ziehvater, war so ein Motto. Ist halt. Ja, geh doch mal. Ein Eimer. Oder? Ne, ein Helm. Ich kann den Helm nicht anfassen. Ja, der Hund muss da kurz weg. Ich stehe ja mit einem vor dem Helm. Ja, was soll das? Er ist so ein Arschloch. Kannst du ihn oder nicht irgendwie sagen, jo, komm zu mir? Bullet! Heal! Jetzt. Aber es ist so ein Soldat. Ich soll einfach. Bullet, Alter. Kannst du irgendwas machen? Ich kann nur laufen. Shit! Wir brauchen. Ja, aber sollen wir vielleicht warten? Was? Ja, da kommt ein Hubschrauber, Alter. Hey! Kannst du den rufen, den Hund? Ich drück die ganze Zeit, ich spamme. Das sieht aus wie der Suchtrupp, oder? Also, ja, ja. Helikopter, Taschenlampen. Oh, lol! Fuck, Alter, Mammutbaum. Alter, das rein, ist. Rein, Adassion! Rein! Das ist nämlich übelst am Dark. Ja, Abfahrt, rein da! Komm zu mir, Adassion. Ja, Leute, ich würde sagen, an der Stelle machen wir erstmal Pause. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Bock habt, dass wir das weiter daddeln. Also, ich finde, es ist super interessant, tatsächlich. Und jetzt geht's los, irgendwie. Ja, 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 jetzt geht's los. Das ist halt so das Ding. Aber ich finde die Mechanics mit der Videokassette, damit so ein bisschen die Gegenwart manipulieren und alles rund um den Hund, ist übel nice. Ja, ja, gerne. Mal in die Comments schreiben, meine Damen und Herren, und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss.